Wir selber sind jeden Tag auf der Suche und schauen, in welche Felder gehen wir vor, was tun wir, wo erweitern wir uns. Das ist wirklich die Königsdisziplin. Ich bin 2019 zur Bodo Schäfer Akademie gekommen und damals habe ich dann Freunden erzählt, ich gehe zum Bodo. Und dann haben die zu mir gesagt, allen Ernstes, Mensch, dann seid ihr schon zu zweit, was macht ihr beiden dann? Habe ich gesagt, nein, nein, wir sind nicht zu zweit, wir sind ein paar Leute mehr. Und 2020, als wir dann gemeinsam gestartet sind, waren wir noch knapp 20 Leute. Und heute sind wir über 80 Leute oder knapp 80 Leute. Und wir haben in den 2 Jahren die Pandemie durchlebt und viele Dinge verändert. Wir haben uns auch als Unternehmen immer wieder neu positioniert. Wir sind von großen Hallen in diese Möglichkeiten gegangen, digital zu gehen. Und deswegen ist das einer der überragenden Schritte, die wir gemacht haben. Und ich kann euch eins sagen, auch als Unternehmer hat man dann manchmal Respekt vor Entscheidungen, die man trifft, wenn man sich neu positioniert. Aber die sind absolut notwendig. Und wie oft werdet ihr euch erwischen, ist das der richtige Schritt oder nicht? Wir selber sind jeden Tag auf der Suche und schauen, in welche Felder gehen wir vor, was tun wir, wo erweitern wir uns und so weiter. Ich finde, wir haben uns in den letzten 2 Jahren von einem Bereich, das wissen viele Menschen gar nicht, sind wir mittlerweile in 4 Profitcenter unterwegs und adressieren so wirklich die Bedürfnisse von Menschen in allen Lebensbereichen. Von Money, Live, was die Persönlichkeitsentwicklung ist, Business, wie hier solche Business-Seminare. Und der 4. Bereich ist Invest, wo wir Menschen auch zeigen, wie sie das Investor-Mindset aufbauen. Und da bin ich total stolz, weil das ist wirklich die Königsdisziplin. Ich möchte ein paar Worte mit Adnan gerne tauschen. Adnan, ich kenne dich sehr, sehr lange. Und er ist ja heute nicht nur zuständig, dass wir die Sichtbarkeit des Unternehmens nach außen tragen, sondern man muss ja eins dazu sagen, er hat als Student damals schon bei mir angefangen mit Cold Calling. Und ich kann euch eins sagen, das war echt brutal, wo er den ersten Tag da saß vor dem Telefon und hat das angestarrt und habe ich gesagt, Aggressive Waiting wird dir nicht helfen, mein Freund. Du musst den Hörer in die Hand nehmen und die Kunden anrufen. Und er hat's gemacht. Er hat sich in dieser Zeit, und das ist jetzt verdammt lang her, so enorm entwickelt und hat ein Wissen aufgebaut, dass wir, wovon wir heute profitieren. Ich hätte nicht gewusst, dass wir irgendwann dann so eng noch miteinander arbeiten und uns dann später wieder treffen. Adnan, du hast eigentlich die Bodo Schäfer wirklich in die digitale Welt gebracht mit Bodo. Bodo war ja damals vor 5, 6 Jahren noch wirklich analog unterwegs und du warst ja der Erste dann damals, der gesagt hat, ich traue mich mit Bodo und den auch überzeugen musstest, in die digitale Welt zu gehen. Und was du dann geschaffen hast, war ja eine Sichtbarkeit, die uns ja über die Grenzen hinaus gezeigt hat. Was waren so die größten Learnings oder auch für dich mit Bodo, auch diese Veränderung bei ihm herbeizuführen und diese Schritte zu gehen? Den Anstoß hast du, glaube ich, wirklich damals gegeben in meinem Berufseinstieg mit dem Cold Calling, weil das war für mich eine ganz große Veränderung. Ich musste etwas tun, was mir nicht gefallen hat. Und ich glaube, das kennt jeder von euch. Wem geht's genauso? Wer telefoniert ganz, ganz ungern? Ja, gibt's ein paar, ne? Okay. Dann wisst ihr ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe. 15 Minuten lang vorm Telefon sitzen und zu überlegen, ja, was sage ich denn? Was antworte ich denn, wenn der Gegenüber mir eine Frage stellt? Und das hat mich dann wirklich jetzt über die Jahre hinweg begleitet, denn als ich herausgefunden habe, komm, ich probiere es einfach mal, in die Brechen zu springen, das freut einen, dieser Erfolg, es getan zu haben. Und du lernst nur aus dem Prozess, aus Fehlern. Wenn du gewinnst, lernst du nicht, sondern du feierst. Und deswegen, das hat mich eigentlich auch jetzt in der BSA, jetzt in der Akademie wirklich begleitet. Ich habe viele Sachen einfach ausprobiert, ohne zu wissen, ob es funktioniert, nicht funktioniert. Und ja, was kann ich nur erzählen aus den 8 Jahren jetzt mit Bodo, der Zusammenarbeit, er hat mir super viel beigebracht. Vor allem das, was wir als Akademie als Werte darstellen, wie zum Beispiel konstant lernen und wachsen, das habe ich gelernt und das haben wir ja schon verinnerlicht in unserer DNA, auch bei unseren neuen Mitarbeitern. Oder groß denken.
Ich kann mich jetzt noch immer daran erinnern, wie ich angefangen habe und gesagt habe, ja, wir schaffen dann vielleicht so anfangs vielleicht so 100 Follower pro Monat oder pro Quartal. Und der Bodo sagte, nein, pass auf, du musst groß denken, dann denkst du auch ganz anders, dann hast du eine andere Denkweise, du überlegst dir andere Strategien. Das waren so Durchbrüche für mich, auf die ich jetzt wirklich über die Jahre hinweg aufbaue und versuche auch meinen Mitarbeitern weiterzugeben. Eine Sache, auch heute sehe ich ja immer wieder in einer sehr engen Zusammenarbeit, wie du wirklich auch Dinge ausprobierst. Du gehst vor, schaust, gehst zurück und musst dazu sagen, er scheut sich nicht, auch Wege zu gehen, die manchmal unangenehm sind. Und wenn etwas nicht funktioniert, zu sagen, hey, woran lag es? Wirklich das zu durchschauen, zu schauen, woran lag's? Und was ich phänomenal finde, dass du da nie ein Ende siehst, sondern sagst, hey, es gibt immer einen Lösungsweg. Auch heute sagst du, wir gehen nicht nur digital, sondern du wagst dich jetzt auch wieder, also nicht nur die Zusammenarbeit mit Influencern, sondern auch wieder den analogen Weg zu gehen, in Zeitungen Sichtbarkeit zu erzeugen, digitalen Zeitungen Sichtbarkeit, nicht nur bei Social Media. Ihr geht ja mit deinem Team auch immer wieder neue Wege. Und das ist ja auch so ein innovatives Team zu führen und mit denen das vorzuleben, ist ja auch eine riesige Leistung, das wirklich in der heutigen Zeit auch zu sagen, hey, ich gehe auch mal wieder in die analoge Welt. Ist das eigentlich so ein Widerspruch zu sagen, nee, ich gehe nur digital oder nur analog? Absolut. Als Online-Marketer in der Online-Welt musst du einfach alles ausprobieren. Wir fragen uns eigentlich immer, wie lebt denn unsere Zielgruppe? Wie lebt der Endkunde? Was macht er? Was sind seine Interessen? Und wie können wir ihn am besten erreichen? Wie können wir die Aufmerksamkeit von ihm gewinnen? Und das kam tatsächlich auch aus dem Team, dass wir gesagt haben, hey, momentan kriegen wir so viele E-Mails, dass manchmal die E-Mails untergehen. Dazu kommt natürlich, dass manche E-Mails auch vielleicht im Spam landen, weil wir die vielleicht ein bisschen mit dem Wortschatz ein bisschen übertreiben. So, wie erreichen wir also unsere Kunden? Da haben wir uns überlegt, pass auf, wir gehen mal wieder back to the roots und verschicken ein paar Visitenkarten, Briefkarten, Briefe und siehe da, es funktioniert wieder ganz, ganz gut. Das heißt, wir müssen wirklich als Online-Marketer im Online-Bereich alles immer wieder ausprobieren, in Frage stellen und gucken. Nicht alles funktioniert. Aber wenn du von 10 Sachen, wenn eine funktioniert, dann hat sich das schon gelohnt.